Ein Wimmelbild erwartet uns, oder doch nicht? Naja, so eine Art Wimmelbild, sagen wir mal so. Sind die Sachen, die wir suchen. Und ein Gewicht brauchen wir auch noch, okay. Oh, Le Frosch-Schenkel brauchen wir gar nicht. Le Frosch-Schenkel. Okay, dann brauchen wir noch eine Sanduhr. Eine Brille. Und das hier. Das habe ich schon 10.000 Mal angeklickt, aber... Suche die richtigen Kräuter zusammen. Haben wir schon gut gemacht. Das kann ich sicherlich noch gebrauchen. Adlerauge. Adlerauge. Tjo, aber... Ich brauche noch 962 und die Taste 9 gibt es noch nicht. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. So. Medizinkästchen. Kann ich da irgendwie irgendwas brauen noch hier oder bin ich da fertig? Na, ich glaube, ich bin fertig hier. Was? Geht's da weiter irgendwo hin? Ja, voll. Da geht's ja noch irgendwo hin. Cool. Au, heiß. Da, bitteschön. Ich sag deswegen auch heiß, weil ich mich gerade mit der Zigarette verbrannt habe. Also, auf die Finger. Huch, Master Detective, you saved me. My anger almost cost me my life. Jo. Und wie ist es jetzt? Haben Sie noch immer vor, Rache zu üben? Still angry, Bjorn? More scores to settle? No, I would never turn against the spirit, no matter how strong my thirst for revenge. Ich werde herausfinden, wer hinter all den Vorfällen hier steckt und den Schuldigen seiner gerechten Strafe zuführen. I'll find out who's behind all of this, and they'll be punished. I know you can't trust me after what I've done, but you can trust the facts. They'll lead you to the truth. I want to find them too. Here. This should help you. Thanks again for helping me. I'll find a way to repay you. Dankeschön. Jetzt erzähle ich Ihnen endlich Bärenohr. Ah, Bärenohr, Bärenohr. Und jetzt erzähle ich Ihnen endlich einmal von dem Hirschen, den was du gesehen hast die ganze Zeit schon. Ich weiß es ja nicht. Was ist das für ein Tumult hier überall schon erst? So, hier haben wir das zweite Symbol. Kiste, öffne dich. Und noch ein keltisches Symbol. So, da gehe ich jetzt aber nicht mehr zurück, also nicht mehr zu Fuß hin, sondern gehe ich mittels Landkarte, weil schließlich komme ich nur so dorthin. So, was haben wir da? Zack, zack. Ist das jetzt ein neues, ein kleines Rätselchen oder was? Natürlich. Berühre die bunten Pfeile um den runden Schild, also die hier. Beachte die Reihenfolge der kleinen Flaggen links, also die hier. In jeder Runde dürfen nur Pfeile der gleichen Farbe berührt werden und die der anderen Farbe müssen herausstecken. Wenn alle drei Runden beendet sind, nimm die Feder aus dem Fach in dem Schild und setze sie in die Flügel der Eule ein. Was? Wie starte ich in die Runde? Huch! Nein, ich wollte nicht raus. Hallo. Danke. Wie starte ich denn die Runde? So, starte ich oder was? Nein. Hä? So, jetzt gebe ich mal alle rein. Wie starte ich die Runde?
Berühre die bunten Pfeile um den runden Schild. Beachte die Reihenfolge der kleinen Flaggen links. In jeder Reihe, in jeder Runde dürfen nur Pfeile der gleichen Farbe berührt werden. Also jetzt machen wir mal zum Beispiel grün oder was? Okay, dann machen wir rot. Hä? Gut, das war jetzt leicht. Huch. Okay. Oh, süßes Siegelchen. Aber, wie, gelb. Ah, rot. Grün. Rot. Ach so, und ich muss das. Oh, grün. So geht das. Gott im Himmel. So, was haben wir da? Entferne den Schnee vom Flügel der Eule und nimm die Feder. Setze sie in den Flügel der Eule ein. Entferne den restlichen Schnee von der Eule und vertreibe so den Vogel. Entferne den Schnee vom Flügel der Eule. Da. Setze sie in den Flügel der Eule ein, entferne den restlichen Schnee von der Eule und vertreibe so den Vogel. Ja, da. Plups. Und tschüss. So, da haben wir den Zahn. Wieso kann ich die Feder dann nicht nehmen? Doch beim Schiss. Hallo? Ich will die Feder da hinkriegen. Ah, so geht das. Okay. Keine Ahnung, ob das wirklich so geht. So. Tipp. Senke die Flügel der Eule, bis sie den kleinen Hebel an ihren Seiten berühren. Nimm den Symbolknopf und füge ihn in das kleine hölzerne Kistchen ein. Welchen Knopf? Ah. Okay, das war jetzt ein bisschen, ja. Okay. Berühre das Rohr oben links, um das Wasser hindurchfließen zu lassen. Betätige den roten Regler über den Kolben,
um sie mit Wasser zu füllen und drehe dann an dem Ventil, um Eiszapfen entstehen zu lassen. Schlage die Eiszapfen ab und entferne so die Eiskruste auf den Baumstumpfen. Das hier anscheinend. Haha, okay. Lustige Sache. Hä? Aha. Das war jetzt da mehr Glück als Verstand. Oder? So. Drehe die drei Ringe des Emblems, bis sich ein vollständiges Muster gibt. Berühre die Klauen der Eule und drehe so ihren Kopf. Ah. Nimm dem Fuchs einen Apfel aus dem Mund und gib ihm ihn den Igel. Stupse den Igel an, damit er die Schriftrolle rechts ausrollt. Nein! Plopp. Okay. So, so. So. Und so. So. So, 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 so und so. Ah, da war das dritte Häuerchen. Und jetzt? Was? Berühre die bunten Knöpfe und betätige die Schalter, bis alle die richtige Farbe annehmen. Alle auf den hölzernen Elementen angebrachte Knöpfe müssen die gleiche Farbe annehmen. Orientiere dich an dem im Bärenmaul angezeigten Farben, um die richtige Reihenfolge zu wählen. Juhu! All that's left of me is hatred. Those hunters don't deserve to live. They are the Miss Walkers. They try to soothe me, but they don't get it. I won't rest till I catch these poachers. Ich verspüre nichts als Hass. Diese Jäger haben es nicht verdient, verschont zu bleiben. Die anderen Nebelwandler haben versucht, mich zu besänftigen, aber wie können sie tatenlos zusehen, wenn unser Wald besudelt wird? Ich werde nicht ruhen, bis ich den Wilderer aufgespürt habe. Björn hat also diese Marke im Herzen des Waldes gefunden, also ich auch. Also ist auch jemand dahin vorgedrungen. Zeit, die Ermittlungen in eine neue Richtung zu lenken. Diese Jägermarke könnte eine Wendung bringen. Finde heraus. Finde. Tiefergroll, finde ein Indiz, das auf die Schuld der Jäger hinweist. Jo, eine Jägermarke. Okay, so. Da. Master Detective, this badge belonged to one of our hunters. Bjorn claims he found it in the Sacred Grove, which means a hunter trespassed over the border. Ich glaube nicht, dass Björn lügt. Er trägt an den Vorfällen hier keine Schuld. I don't think Bjorn's lying. He's not to blame. So be it. He's a lunatic and he hates me.
But even he's too smart to sign his clan's own death warrant, not to mention killing off the population of Dire Grove. So, so, und wessen Marke ist das? So, whose badge is this? Every hunter in Dire Grove wears a badge like this. My son Derek's more familiar with some of the outlying hunters. Maybe he can help. He lives in the town just past the bridge. He tends not to trust strangers, but if you show him this amulet, he'll know I sent you. Wären Sie bereit, das Tor für mich zu öffnen, damit ich mich in Dire Grove besser umsehen kann? Will you open the gates so I can enter? I'll ask Robert to open them for you. Listen, the majority of the houses in Dire Grove are locked since folks left in a hurry, but you might find more clues over there. Good luck now. Not that you'll need it. We believe in you.